Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Ich dachte, es ist eine schlaue Idee, mal mit dem TGW zu fahren. Schon lange her, dass ich es gemacht habe. In dieser Honoring der TGW-Lackierung. Die ersten sind ja in dem Orange rumgefahren. Sieht richtig schick aus. Ja, ein bisschen nach hinten. Ah, das hat was. Also, ja, das kann auch gern öfter unterwegs sein. Dann noch die klassische Lackierung. Kennt man so aus dem Spiel. Und ja, wir fahren einmal die ganze Strecke ab. Dauert da eh nicht so lang. Fahren ja damit über 300, 320. Und dann würde ich sagen, ab ins Cockpit. Und ich starte das Szenario einmal kurz neu, damit wir hier halbwegs im Fahrplan drin sind. Und los geht's. So, dann einmal neu gestartet. Und dann würde ich sagen, machen wir die Türen auf und bringen wir den Zug in den Zustand, dass er fahren kann. Stromabnehmer ist auf Gleichstrom, müssen wir noch heben. Und noch den Leistungsschalter einschalten und schließen. Und dann sind wir eigentlich auch schon vorbereitet. So, da bremsen halten. Bleib mir nicht wegrollen. Ist eigentlich optional, aber teuer als Kaisern soll man so machen. Und ja, später haben wir hier dann noch den Tempomaten. Und den werden wir dann auch definitiv nutzen. Auch wenn er ein bisschen Bremshilfe braucht. Ich war aber nicht sicher, ob ich da was falsch mache, weil er geht da nur mit der elektrischen rein und tut nicht physisch bremsen. Aber für das kenne ich mich zu wenig aus mit dem TGV. Aber er wollte halt einfach mal mit 300, 320 mal über die Strecke brausen. Die steigen alle aus. Ich glaube, die wissen, dass ich vorne drin bin. Oh, nee, Bravour für den TGV, da fahren wir lieber nicht mit. Sagen wir mal die Tür zu und dann geht's bitte hier los. Sehr gut. Sind zu. Ja. Und Signal ist grün. Sehr gut. Abfahrt hier. Fand ich noch witzig, dass wir hier Gleichstromnetz haben. Also wir fahren jetzt bis zu der Schutzstrecke und werden dann auf Wechselstrom. Ich glaube, was ist das? 15 kV oder 26 kV? Ich glaube, er blendet dann ein. Und noch spannend, dass der Übergang mitten im Tunnel ist. Hoffentlich komme ich da sicher am Ziel an. Mal schauen, was diesmal schief gehen wird. Ah, zur linken Seite haben wir das Stellwerk hier vom Bahnhof. Die Frage, ob es noch aktiv ist. Mit Kunst auf der Seite. Ja, das Fenster ist ein bisschen klein hier, ne? Aber schöner Vorplatz. Abstellung da auf der linken Seite. Oh, gefällt mir. Weil da vorne hat es dann auch noch ein paar verlassene Bahnsteige, die wir dann später noch sehen. Aber eigentlich ganz nett hier. Ist schon ein mega langer Zug. Müsst ihr euch vorstellen, pro Garnitur haben da 512 Leute Platz. Das ist schon heftig. Also über 1000 Leute jetzt in dem Zug, wenn er denn voll wäre. So, ich will jetzt mal langsam schneller fahren hier. Das ist gerade ein bisschen langsam. Fakt aus Wikipedia, habe noch ein bisschen was zusammengeschrieben. Die Gesamtlänge der Schnellfahrstrecken LGV sind 2734 Kilometer. Aber gut, Frankreich ist auch recht groß. Aber es ist krass, was sie da an Strecken ausgebaut haben. Und teilweise sieht es ein bisschen wild aus, wenn man sich die Strecken so ansieht. Das ist, also auch bei der Strecke dann, einfach durch die Berge mal durch. Koste es, was es wolle. Ist auch ein schönes Soundmodell. Fun Fact, die TGWs sind ja auch regelmäßig in Zürich und fahren ja dann nach Paris weiter.
Ich habe sie jetzt schon, ja, keine Ahnung, 8-9 Jahre sehe ich die Züge jetzt schon. Und ich bin nicht einmal in einen eingestiegen. Das sollt ihr jetzt echt mal machen. Oh, Geschwindigkeit 23 Stundenkilometer fahren. Wird sich jetzt neu was Interessantes in Paris oder so finden zum Angucken? Nee, Eiffelturm reicht nicht aus. Mal schauen, Eisenbahn, historisches, interessantes. Erinnert mich jetzt dran, dass ich meine 360-Grad-Kamera reparieren muss, weil bei der SFC-Con wurde die leider von einem Fürsthütte umgenockt und eine Linse ist jetzt im Arsch. Das wird teuer. Ja, zum Beispiel die erste Flasche, den Bahnsteige für irgendeinen Regio-Service, der hier vielleicht mal gefahren ist. Oder immer noch fährt. Ich meine, das ist jetzt hier noch die Gleichstrom. Trassi. Ich finde die alten E-Loks noch schick, was sie da gehabt haben. Ich erinnere mich aber teilweise von Optik ein bisschen so an Altbau russische Loks. Ich glaube, die Franzosen werden mich jetzt schlagen für den Vergleich, aber habe ich schon ein bisschen was ähnliches. Und den ersten Geschwindigkeitsrekord, das war mit einer, wie heißt die Lok? Ah, da müsste ich jetzt mal kurz schummeln. Da. Baureihe CC 7100. Und mit der haben sie den ersten Rekord mit 331 km/h hingekriegt. Das war 1955 schon. Bis dann der Regel-TGW zum allerersten Mal im Jahr. Das war die erste Fahrt. Ich habe meine Notizen. Die erste Fahrt von einem TGV im Regeleinsatz war 1981 zwischen Paris und Lyon. So, 3 Kilometer noch. Weit so gut und dann kurz danach dürfte dann der erste Halt schon sein, weil der nächste Bahnhof / Bahnsteig nicht mehr Verbindung ist. Na, ist schön hier. Und da ist der Tunnel. Zeit, den Stromabnehmer runterzunehmen. Ist gerade ein bisschen dunkel da. Moment, nächster Tunnel. So, da. Dann warten wir eigentlich nur noch auf den Übergang. Ein Fehler, den ich da gemacht habe, war, dass ich zuerst gesenkt habe und dann die Leistung ausgemacht habe. Genau umgekehrte Reihenfolge. 25 kV sind's, okay. Jo, und wieder hoch. Leistung wieder an. Schließen. Haben wir wieder Saft hier. 10 Kilometer bis zum nächsten Stop. Können wir noch ein bisschen Gas geben, jetzt haben wir hier noch eine Steigung. Wir waren noch gerade ein bisschen arg langsam. Immerhin 2,5%. Ich habe mir das mit den Geschwindigkeitsrekorden nochmal genauer angeschaut. Also 1955 war ja der erste französische Weltrekord mit 331 km/h. Und wenn man jetzt auch von den TGVs her geht, 1972 gab es einen Gasturbinenzug, der TGV 001, der hat 318 Stundenkilometer erreicht. Und am 26. Februar 1981 war der TGV PSI 16 auf der Strecke Paris-Lyon unterwegs, auf der neuen, und hat 380 geschafft. Und hat er den ersten Rekord gebrochen.
Die 400 km/h-Grenze ist dann zum ersten Mal von einem deutschen ICE übertroffen worden. Doch bereits am 5. Dezember 1989 übernahm der TGW Atlantik-Triebzug Nummer 325 mit 482,4 km/h die Führung. Und diese hat er dann am 18. Mai 1990 nochmal überboten auf 515 km/h. Das ist ganz schön schnell. es gab dann nochmal 2007 eine spezielle Rekordfahrt mit einem angepassten TGW und da sind sie auf 574,79 km/h gekommen. Das waren eigentlich quasi die zwei Triebzüge und Waage in der Mitte, also kein Vollausbau. Aber das sind schon harte Geschwindigkeiten. Es ist auch so schon mal geil, im Regeldienst da mit 320 Stundenkilometer über die Strecke zu rauschen. Aber immer noch langsamer als die Magnetschwebezüge in Japan und Co. Boah, das wäre mal so geil, mit dem einen mitzufahren. So, 3,8 Kilometer. Knapp 150 entfallend. Lauft. Ist nur noch die Challenge, sauber anzuhalten mit dem TGV. Zwei, sieben, zwei, fünf. Bin gute Dinge. Oh, der bremst aber nicht wirklich hier. Wir müssen ein bisschen helfen. Wir machen ein leichtes Gefälle hier. So, und da vorne ist er auch schon. Und sind relativ gut in der Zeit. Pünktlich. Erste Fahrplanfahrt nach Jahren. Ja, ein bisschen arg schnell. Und rot am Ende des Bahnsteigs. Ah, das war jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen zu stark bremsen. Jetzt ziehen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Ach, wir fahren einfach ein, zweimal und dann bitte schon mit dem Bremsen. Sorry, Leute. Ich bin hier noch Anfänger. Gut. Ja, aber noch gar nicht mehr so schlecht. Kein Punkteabzug, aber hätte schlimmer sein können. Ich würde sagen, ja, ist genau. Geschwindigkeitsmodus noch. Schauen wir uns mal den Bahnhof hier an. Was hier so schönes zu sehen gibt. Kein Plan, was ihr da sagt. Wenn es jemand weiß, bitte einfach mal schreiben. Steigt keiner ein und aus. Die haben alle Angst vor mir. Ah, oh, wobei, da hinten. Da kommen sie ja, da trauen sich welche. Nett. Und jetzt nach draußen. Ja. Kriegt keinen Schönheitspreis hier. Und? Oh cool, funktionierende Anzeige. Das ist nice. Ja, aber von den Leuten her ist es ein bisschen überschaubar, was wir hier so haben. Wir können dann eh gerade wieder losfahren. Geht's zu. Nice. 67 Kilometer bis zum letzten Stop hier.
Hoffentlich unfallfrei. Für das Gewicht, was der Zug ja hat, ist die Beschleunigung ja schon nicht so schlecht. Das sind halt mega Triebköpfe. Ich muss mal schauen, ob ich zu dem Tische wie Duplex ein paar technische Daten finde. Da, Duplex. Zumindest nicht das, was ich gesucht habe. Ich habe jetzt zwar nicht gefunden, wonach ich gesucht habe, aber dafür was anderes Interessantes. Marokko hat sich 14 von diesen TGV Duplex gekauft, für deren Schnellfahrstrecke. Das sieht einfach schön aus. Mir gefällt die Lackierung. Definitiv schöner als wie die Originallackierung. Hammer. Wieder 300. Fast Maximum Schmackes hier. Ah, jetzt habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Also TGV Duplex, eine Einheit hat 8 Drehstrom-Synchronmotoren mit einer Gesamtleistung von 8800 Kilowattstunden. Holy shit! Einfach schneller, schneller, schneller. Jetzt wäre das überhaupt kein Ding für den. Ich glaube, auch hier in der normalen Variante würde man die Drossel bei 320 wegnehmen, dann würde man sagen, sicherlich locker flockig bis 400 mal raufklettern. Ich frage mich eigentlich, wie es da eigentlich mit der Schienenabnutzung ist bei den ganzen Geschwindigkeiten. Ich glaube, auf der Geraden wird es nicht so einen großen Unterschied machen wie zu einer normalen Strecke. Aber die Kurven, das muss eine mega Belastung sein fürs Material da. So wie die da. Wenn es eine Steigung drin hat, dann hat er schon zu kämpfen bei der Geschwindigkeit. Aber die ganze Strecke, das ist wie so ein Hoch und Tief. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Die ganze Zeit. Ja, Mann, aber wir müssen alles gerade machen. Brücken und Tunnel bis zum geht nicht mehr. Sieht aber dann teilweise echt wild aus in den Landschaften. Und auch hier sind sie dann einfach mal hergegangen und haben das ganze Erdreich hier weggemacht. Das muss so die immense Arbeit gewesen sein für die Schnellfahrstrecke. Ich glaube, als Lokführer wird es dann irgendwann ein bisschen monoton, wenn er hier die Strecken immer, also die gleichen Strecken abfasst. Ich meine, es ist schon ein Reiz, mit 320 mit einer Lok rumzudüsen. Aber ich glaube, irgendwann hast du es gesehen und so wie da fährst du dann mit Tempomat. Da muss ich nicht sehr viel machen. Und wenn du mal
was hier auf die Schiene geht, der Tier oder sowas. Dann hast du hier mit 323 sowieso verloren. Ich glaube, da wird alles dann vaporisiert, was vor der Lok ist. Es gab auch ja noch nie einen schweren Unfall mit einem TGV. Also es gab kleinere Unfälle, dass mein Wagen entgleist ist, aber es ist noch nie jemand zum Leben gekommen mit einem TGV. War das eine Hochgeschwindigkeit? Ich glaube, in Spanien war ja dieser tragische Unfall, wo er der Hochgeschwindigkeitszug in der Kurve raus ist. Ah, hätten sie da noch das Sicherheitssystem nicht abgeschaltet gehabt, dann wäre das nicht passiert. Habt ihr gewusst, dass Paris das dichteste U-Bahn-Netz der Welt hat? Es sind insgesamt 245 Stationen auf 14 Linien auf einer Fläche von kleiner als 90 Quadratkilometern. Nur so als Fakt nebenbei. Und auf diversen Bahnhöfen in Frankreich findet man ein Klavier. Die Story war nämlich so, nach einem Konzert stand 2011 ein Klavier für einige Tage im Bahnhof von Montparnasse. Montparnasse, keine Ahnung, wie man das jetzt herspricht, und hat da einfach darauf gewartet, dass es eingepackt wird. Und die Passanten haben dann einfach damit begonnen, einfach auf dem Klavier zu spielen. Und das war so beliebt, dass man gesagt hat, okay, man stellt jetzt Klaviere noch auf anderen Bahnhöfen auf. Und seitdem sieht man die halt immer wieder. Und halt Leute, die halt drauf spielen. Das ist die coole Sache. Wenn wir schon beim Thema Verkehr sind, in Frankreich gibt es mehr Kreisverkehre als in jedem anderen Land. Die knapp 30.000 französischen Kreise machen sogar mehr als die Hälfte aller Kreisverkehre auf diesem Planeten aus. Finde ich eigentlich grundsätzlich eine gute Sache. Also Kreisverkehr. Es gibt ja Leute, die hassen die hier. Manche Leute fahren einfach drüber. So. 44 Kilometer. Fahrt läuft wunderbar bis jetzt. Und Ausmax bei 320. Das ist eine schöne Gegend hier. Ich frage mich, wie laut das für die Leute da hinten sein muss, wenn wieder ständig ein TGV mit 320 verweitet hat. Aber ich glaube nicht, dass es so extrem laut ist. Wenn, dann ist eh nur für einen sehr kurzen Moment. Ja, wir sind ein bisschen zu schnell. Da müssen wir mal ein bisschen mithelfen. Das ist eigentlich eine mega praktische Anzeige, der Pfeil in der Geschwindigkeit. Damit du sehen kannst, ob du schneller oder langsamer wirst. Und ob es soweit gleichbleibend ist. Das hätte ich gerne noch bei anderen Taros. Strecken-Ideen noch cool wäre Zürich, Bern. Das wäre ein cooles Add-on für den Train World 2. Weil da könnte man sehr gut Regelverbindungen machen, anständige und Hochgeschwindigkeit. Aber gut, das gibt es noch nicht mal für den TS Classic. Da gibt es ja nur Zürich-Olten. Das ist immerhin die Hälfte von der Strecke. Aber der restliche Teil war noch nice. Einzige Manko ist, dass die Schweizer Loks das momentan gibt. Rein von der technischen Umsetzung und von den Soundmodellen nicht so mega pralle ist. Ich kenne den nicht so gern. Am meisten ärgert mich da die Schweizer Krokodil. Es ist ein mega schönes Modell im TS Classic, aber der Sound ist einfach so meh, ist leise. Und es gibt ja auch die österreichische Krokodil, die schaut optisch viel schlechter aus, also schaut, das ist jetzt nicht schlecht, aber im Verhältnis einfach viel schlechter. Und hat aber den viel geileren Sound.
Schauen, vielleicht kann ich das mal selber modden. Muss ich mich damit auseinandersetzen. Weil ich würde gern öfter mit dem Schweizer Krokodil fahren. Das wäre eigentlich mein Vision. Ist aber langsam, so mit 70, 80. Ich glaube 80 ist das allerhöchste der Gefühle. Ja, wenn jetzt sogar weniger, bin mir gar nicht sicher. Aber schneller als 80 auf jeden Fall nicht. Dann irgendwie mal so einen Alpentransversal irgendwo hochfahren. Was ist denn hier passiert? Sieht ein bisschen blöd aus hier da beim Fluss. Okay. Finish. Aber auch da sitzt hier einfach hier die Sachen einfach nachladen. Naja. Geht jetzt auch irgendwo hin. Das Regionetz hier. Hier fehlt es auch wieder. Na, ist egal. Trotzdem eine schöne Fahrt und eine schöne Strecke. Ich hab Spaß. Einzige Challenge ist dann vom 320 wieder schön langsam runterzukommen. Wenn wir beim Endbahnhof gut ankommen. Aber auch da lieber nach dem Mund. Lieber ein bisschen zu langsam als mit schnell. So, dann, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr allzu lang dauern, bis wir dann bei unserem Endstop da sind. Heißt jetzt langsam mal langsamer werden. Ja, hier wird es ein bisschen am Grün, obwohl hier überall Wasser ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier so richtig ist, aber ja. Anyway, was schätzen die aktuell so für Serien? Beziehungsweise seid ihr mehr so auf Amazon Prime Gucker oder Netflix oder Disney Plus oder Hulu und was Gott nicht alles gibt? Ja, also jetzt dann 19 Kilometer noch. Wir sind sehr gut in der Zeit. Ich war vorher sehr viel auf Netflix, muss ich sagen. Hab's dann aber irgendwie gelassen. Und vor 2 Monaten oder so habe ich mein Netflix mal gekündigt. Und ja, Ankündigung für langsamer werden. Und bin jetzt bei Amazon Prime und ich schaue mir momentan Jeremy Clarksons Farm an. Das ist ziemlich witzig. Der hat ja schon seit längeren Jahren eine Farm und versucht da jetzt quasi selber das zu betreiben. Aber der eigentliche Betreiber, der geht in Pension. Und jetzt haben sie die Serie draus gemacht, wer sich da anstellt. Es ist so dämlich, wirklich. Aber wirklich sehenswert. So, auf die gut mit langsamer werden. Könnte ein bisschen schneller sein. Konstant ein bisschen bremsen. Das sind 13 Kilometer noch. Wir werden nacheinander die Begrenzungen runtergehen. Ja, schöne Fahrt. Und nichts passiert bisher. Bin stolz auf mich. Die Sache war ja so witzig bei Jeremy Clarksons Farm. Er hat ja dann so einen Hofladen aufgemacht und also das Grand Opening war halt ein bisschen dämlich, weil er hat eigentlich de facto nur Kartoffeln gehabt. Der hat er halt irgendwie sehr schnell loswerden müssen und hat dann diesen Hofladen aufgezogen und dann hat er gemeint, das ist eine gute Idee, das in Social Media reinzuposten, dass er jetzt einen Hofladen hat und dass er am Tag X halt die Eröffnung hat. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, bei seinen ganzen Abonnenten und Followern, der hat, wie viele Leute da kommen sind. Ey, da gab es kilometerlang Stau und so. Das ist ja, einfach geil. Ja, ist total verplant, der Mensch. Aber finden irgendwie sympathisch. Na, was kommt als nächstes? 240? 250? 230?
Muss ein bisschen mithelfen beim Bremsen hier. 6 Kilometer noch. Das ist doch jetzt eine managebare Geschwindigkeit. 4,5 Kilometer. Ah ja, bremst schon echt gut, wenn man ein bisschen mithilft. Ich glaube, so bleiben wir mal. Ja, 4 Kilometer. Wir sind sogar eher vor der Zeit. Nice. Sind wir sogar drunter. Wird aber jetzt gleich nochmal langsamer werden. 3 Kilometer. Für eine Distanzanzeige war irgendwie nur schön, wann die Geschwindigkeitsbeschränkung effektiv kommt. So, knapp weniger als 2 Kilometer noch. Gut. Und rotes Signal, vermutlich Ende des Bahnsteigs jetzt, oder? Da steht ein TGV. Das war ein Fail. Okay. Ich dachte jetzt gerade wirklich, das Signal steht am Ende des Bahnhofs. Okay, schauen wir uns das Bild kurz nochmal an zum Schluss. Ja, und da haben wir den Marker, der es dann ausgelöst hat. Und was soll das vielleicht sein? Keine 200 Meter da bis zum TGV. 90 km/h war mal so schnell. Oh, ich glaube, das hätte einen festeren Knutscher gegeben da hinten. Ja, schade. Okay, ich meine, klar, wir sind echt weit vor der Zeit. Also, weit ist relativ 5 Minuten. Also, nicht ganz 5 Minuten. Aber, ja, blöd. Vermutlich habe ich irgendwie zusätzliches Signal übersehen, dass das jetzt hier noch davor ist. Das ist ein bisschen schade. Und ich habe ja noch über die Distanz gesprochen. Aber, naja, bis dahin war es eine schöne Fahrt. Naja, unser Fail. War ja klar, dass er noch vorkommt. Aber wenn ihr Tipps habt zum TGV fahren, gerne in die Kommentare. Würde mich da gerne verbessern. Also, bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder vielleicht sogar ein Abo. Tschüss.